Also wir haben zwei verschiedene Ställe. Der hier ist für die Leghühner, das ist ein Mobilstall. Da können wir auch Geführisch tun. Und hinten haben wir einen Kombistall, da können wir Bullen mösten oder auch Eier. Bullenmast haben wir ca. 500. Also wir bekommen so Eintagesküken. Und dann ziehen wir die 3 Wochen aufziehen in einem separaten Stall, wo wir ein bisschen im kleineren Raum sind. Und die erste Woche ziehen wir fast auf 30 Grad aufzogen. Und dann stellen wir die Hitzung abstellen und dann können die langsam an das Klima anpasst, das normal ist. Und dann nach 3 Wochen können sie in den Kombistall, wo sie rauskommen. Und am Anfang müssen wir aufpassen, weil wir ganz klein sind und schon rauslaufen, kommt da oben Krähe oder so, die ein, zwei putzen kann. Ja, okay. Im Moment haben wir ca. Mal haben wir 250 gegeben, jetzt sind vielleicht 180. Ja. Also Legehühner? Legehühner, ja. Ja. Ja, die Herausforderung ist einfach die Wildtier, Fuchs, Hühnervogel, ja. Krähe. Die fressen einfach die kleinen Bitteln, zum Teil, wenn man sich rauslässt. Und der Hühnervogel nimmt einfach die Hühner oder den Fuchs. Der nimmt, nach einem Jahr von diesen 250 Hühnern haben wir vielleicht 81. Also ca. 150, 170 Hühner sind dann einfach ein Fuchs. Ja. Und da können wir Strom tun oder was auch immer, der findet, ging um ja weg. Ja. Und nachts sind sie sogar eingeschlossen, dann kommt die Dachs. Beste ist bei mir eine Woche alt. Ja. Das kann schon auch besser schälen. Man sollte eigentlich, ja, sagen wir für eine Schokolade-Maus oder das Tiramisu kann schon frisches nehmen. Aber sonst sind sie so in der Regel eine Woche alt, die besten. Ja. Das kommt ganz drauf an. Jetzt brauchst du sehr viel im Hofladen natürlich. Dann quasi alle Leute nehmen 6 oder 10 Eier. Einfach auch, weil sie gerade die Hühner sehen, draussen rumlaufen oder weil sie von daher kommen. Und dann hast du sonst noch Lieferungen bei verschiedenen Verkaufsplätzen. Ja. Ich gehe gerade in 2 oder 3 Tagen sehr viel weg, dann stocken sie um mich ein bisschen. Ja, je nachdem. Merkst du so gut, dass auf das Wochenende hin, tun sie vielleicht auch mehr, auch noch backen, zu mögeln. Ja. Also das Ei und das Fleisch tun wir ab Hof verkaufen, direkt. Das gibt alles, das ist alles für einen Direktverkauf. Ja. Ja, und läuft das gut? Das läuft sehr gut, ja. Es ist einfach ein weiterer Standbein, der das Risiko ein bisschen abdeckt. Es geht mehr um das. Ja. Das ist wetterunabhängiger. Oder? Eier haben wir eigentlich das ganze Jahr. Und die anderen Sachen, die wir auf dem Feld haben, haben wir natürlich nicht immer.